Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über Korrektiv. Richtig, da klingelt es bei dem einen oder anderen von euch. Das ist jene muntere Truppe, die so dienstbeflissen sich Anfang des Jahres auf die Jagd gemacht hat nach jenen Bürgern, die sich in Brandenburg verbunden haben auf einer Konferenz. Wannsee-Konferenz hat man es genannt und mächtig auf den medialen Busch geklopft. Recherchen für die Gesellschaft heißt es bei Korrektiv. Mittlerweile hat das Gericht sehr vieles kassiert. Ja, und eine der Beteiligten, der Hauptverantwortlichen, die Geschäftsführerin, jetzt muss man sagen ehemalige Geschäftsführerin, ist unterwegs. Sie, die den Steigbügel gehalten hat für die Massendemonstrationen initiiert von der Regierung gegen rechts, ist gewechselt ins Wahlkampfteam von Robert Habeck. Was das im Einzelnen bedeutet und was das für einen Geschmäckle hat, darüber reden wir jetzt. Es ist unglaublich, aber wahr. Janette Guskin, nein, Gusko, so heißt sie, Janette Gusko. Den Namen muss man sich nicht wirklich merken, aber er ist Inbegriff für das, was in Deutschland in der Medienlandschaft so schiefläuft. Nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo wir wissen, wie dienstbeflissen hier tatsächlich agiert wird und wie schlecht hier berichtet wird und was hier alles falsch läuft. Nein, sie ist die Geschäftsführerin gewesen von dem legendären Korrektiv. Ich habe es eben angesprochen. Das ist jene muntere Truppe, die sich als unabhängig und als gemeinnützig deklarieren lässt und so gerne den Leuten auf die Finger haut, die schon in den früheren Zeiten der letzten Jahre ihre Meinung in den sozialen Medien kundgetan haben. Jene Geschäftsführerin dieser Truppe war unsere von mir angesprochene Janette Gusko. Jetzt wird sie Wahlkampfmanagerin von Robert Habeck. Ja, man wechselt eben die Pferde ganz oft munter durch. Und das zeigt auch, wessen Liebe sie vorher schon am liebsten erwidert hat. Aber kommen wir im Detail mal darauf. Die Managing Direktorin, die bei der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat die Informationen bekommen haben, dass unsere 40-jährige Korrektiv verlässt, schienen nicht wirklich überrascht. Zwar sind Wechsel von Medienhäusern in die Politik per se nichts Ungewöhnliches. Guskos Transfer ist aber vor dem Hintergrund brisant, dass sie mitverantwortlich für die Ausrichtung des Mediums war, als dieses über die, und jetzt kommt's, Geheimkonferenz von Potsdam berichteten. Im Januar publizierte Korrektiv eine vielbeachtete Recherche, die lanciert worden ist und wo man auch sozusagen einen Argent-Provokateur eingeschleust haben will und völlig aus dem Zusammenhang gerissen und inhaltsfrei formuliert, spekuliert und dann informiert hat. Das heißt, es wurde hier berichtet über eine Zusammenkunft von AfD- und Werteunion-Politikern mit neurechten Aktivisten, die Deportation von Millionen von Menschen auf Grundlage rassistischer Kriterien diskutiert haben sollen. Das Gericht schlug zu und die Sachen mussten entfernt werden, denn es war schlicht und ergreifend nicht wahr. Die Recherche wurde von Kritikern als tendenziös und irreführend bezeichnet und mobilisierte aber, wie ich schon gesagt habe, trotz alledem Hunderttausende von Demonstranten auf deutschen Straßen und ist auch heute noch das Skelett, an dem sich so muntere Zeitgenossen wie Marco Wanderwitz abnagend betätigen, um ihren AfD-Parteiverbotsantrag, den er gestern eingereicht hat, bei der Bundestagspräsidentin zu befeuern. Jetzt ist es auch so, dass eben jene Frau, über die wir hier gerade sprechen, Janette Gusko, beste Kontakte zu Baerbocks Leuten hat. Das heißt, sie ist nicht nur vernetzt zu den Grünen insgesamt, sondern auch in die einzelnen Ministerien. Und was mich an dieser Stelle wirklich interessiert, meine lieben Freunde, ist eure Meinung dazu, wenn es darum geht, dass solche Sachen diskutiert werden. Geht es euch wie mir, dass ich erstaunt bin darüber, dass Kollegen von mir ihren Job so lapidar gegen die Wand fahren, dass sie sich über den Pressekodex, das ehrliche Handwerk, das es mal war, der vierten Gewalt im Staat des Journalismus hinwegsetzen, um billige PR für einen Kanzlerkandidaten zu machen, der jetzt in diesen Stunden auf dem Grünen Parteitag in Karlsruhe nominiert werden wird.
Oder ist es nichts anderes als billige Propaganda? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet, was ihr von Korrektiv haltet und von dem, was uns jetzt ins Haus steht. Denn das ist ja nur die Spitze des Eisbergs und zeigt, zu welchen Verwerfungen es da ganz schnell kommen kann und wie die Interessen wirklich gelagert sind. Denn aktuell diskutieren wir viel zu wenig über den Digital Service Act. Ja, das ist Englisch, ich weiß, heißt übersetzt nichts anderes als digitale Dienstleistungsvorgang, wenn man so will. Das ist nichts anderes als das, dass man uns allen einen Maulkorb anlegen will in den sozialen Medien, vordringlich bei X. Das hat man sich als erstes Ziel auserkoren. Und man hat hier sogenannte Trusted Flagger eingesetzt, also Personen, die mit ihren Institutionen, mit ihren NGOs, mit ihren zertifizierten Vereinen sozusagen dafür sorgen sollen, dass alles, was gepostet wird, nicht irreführend ist und wahr ist. Nur liegt die Wahrheit sehr oft im Auge des Betrachters. Das haben wir festgestellt, als wir uns jetzt der lästigen Schwachkopf-Diskussion rund um Robert Habeck stellen mussten, als jemand ein Bild gerepostet hat, in dem stand, dass unter dem Logo von Schwarzkopf stand dort Schwachkopf, klar als Satire erkennbar. Und das hat jemand gerepostet und die Konsequenz war, dass man demjenigen die Polizei zur Razzia publikumswirksam morgens vor die Haustür gejagt hat. Originalzitat von Nancy Faeser, unserer Innenministerin: Täter sollen sich nicht sicher sein und wir setzen dazu die Polizei ein. Ja, das bedeutet, man arbeitet mit dem Muster der Angst und noch eins sollte sich Nancy Faeser, die ja studierte Juristin ist, einmal ganz vorne ins Poesiealbum schreiben. Selbst in einem solchen Fall gilt in Deutschland nach wie vor die Unschuldsvermutung. Das bedeutet, sie kann hier nicht von Tätern sprechen, solange wir nicht ein entscheidendes, entsprechendes Urteil rechtskräftig haben. Das heißt, auch hier merkt ihr, wie die Gepflogenheiten sich in Deutschland wandeln, wohin wir langsam driften. Und das fängt damit an, dass wir ein munteres Verqueren haben von ehemaligen Journalisten mit PR-Artikelschreibern, die jetzt nichts anderes machen als grüne Propaganda. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist, stehe rechts der Mitte und bin stolz drauf, das Kind beim Namen zu nennen. Und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, denn dann erfahrt ihr öfter, was in Deutschland Schlagzeilen macht, über das, was ihr nicht in den großen Mainstream-Medien erfahrt und warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch so manches nicht aufgreift, nur weil es nicht seinem, wie heißt es so schön neudeutsch, Narrativ entspricht. In diesem Sinne, passt auf euch auf und ich freue mich auf eure Kommentare und Anregungen und bin mal gespannt, wer von euch Robert Habeck und Hashtag Schwachkopf ebenfalls als extrem verwerflich bezeichnet. Das übrigens dürft ihr posten, darüber werden wir noch einen eigenen Post machen, wenn ihr den Bezug aufbaut, dass Robert Habeck sich über genau diesen Post echauffiert hat und mittlerweile über 700 Anträge auf Strafverfolgung wegen solcher und ähnlich gelagerter Fälle macht, dürft ihr aus dem Zitatrecht entsprechendes Meme beifügen. Das stammt übrigens nicht von mir, sondern von einem der renommiertesten Rechtsexperten in Deutschland. Joachim Steinhöfel hat diese Aussage getätigt. Auch dazu gibt es noch eine Gebrauchsanweisung und separate Informationen. Ihr merkt also, es lohnt sich, den Kanal jetzt zu abonnieren. Ciao for now, euer Chris.